Hier wieder mal ein kleines Corona-Update für Österreich. Heute ist der 2. August, 2.8.2020. Und die Corona-Zahlen sind stark gestiegen. Ich glaube, das letzte Update war bei 2050 circa Erkrankten. Und jetzt haben wir 2282 Erkrankte. Also über 200 mehr. Verstorben sind 718 Leute in ganz Österreich. Sondern nähern wir uns der Tausenderzahl Schritt für Schritt. In meinem Wohnort oder in meiner Nähe in Niederösterreich ist die Todeszahl nicht gestiegen die letzten Wochen. Ich glaube um eine Person ungefähr, aber nicht ausschlaggebend groß, um jetzt einen großen Unterschied zu merken. Aber ja. In ganz Österreich sind es, wie gesagt, 718 Leute. Die 93 Leute sind hospitalisiert. In Österreich 20 Leute auf der Intensivstation. Insgesamt gibt es 21.260 66 Fälle und 18.984 sind genesen. Also wieder gesund. Getestet wurden 1314 Leute sind getestet worden. Also da sind wir bald bei der ersten Million. Sobald ich die Zahlen in der letzten Zeit verfolgt habe, liegt die Testungsrate noch immer nicht bei 15.000 Tests am Tag. Ich glaube, da schrammen wir gerade knapp vorbei dran. Aber sie ist in der Nähe. Und die Wiedererkrankenzahl ist halt fast um 200. Zweihundertzweiunddreißig Leute gestiegen. Das ist schon eine ganze Menge mehr. Auf Niederösterreich habe ich jetzt keinen genauen Blick. Nur da ist momentan keiner in Intensivstationsbetreuung. Und oder drei, wenn das Niederösterreich ist, weil da die Kamera drüber liegt. Ich glaube, drei sind. In Lohsdorf, da wo ich lebe, gibt es momentan keine Fälle. Zumindest ist mir keiner bekannt. Von daher ist die Maskenpflicht in der direkten Umgebung nicht so dringlich. Aber in Einkaufszentren und so weiter trage ich Maske und beim Arzt und so weiter. Weil ich Risikopatient bin. Ich bin schon alleine nicht Risikopatient, weil ich Zucker habe. Diabetes macht mich zum Risikopatienten. Meine schwache Lunge und mein schwaches Immunsystem sind da noch gar nicht mit einberechnet.
Aber das sind so die letzten Nachrichten. In Brasilien haben sich an einem Tag über 30.000 Menschen angesteckt. Ich weiß nicht, was da passiert ist oder was für eine Großveranstaltung da war, aber da haben sich über 30.000 Menschen angesteckt. 1000, 30.000 Menschen an einem Tag wurden positiv getestet. Oder vielleicht an 2 Tagen. Aber das ist halt schon eine ganze Menge. Und die USA und Großbritannien haben mit Corona noch immer ein irrsinniges Problem, weil die Leute sterben wie die Fliegen. Weil in Großbritannien und in den USA sind die meisten Menschen übergewichtig und dazu zählt man auch zu einer Risikogruppe, die leicht an Corona verstirbt. Ich bin auch übergewichtig, aber in Österreich sind nicht so viele Menschen übergewichtig. Dort auch circa die Hälfte, aber nicht so viele wie in den USA und Großbritannien. Das ist einfach arg, wie viele Leute übergewichtig sind und wie viele Leute sich dadurch zum Risikopatienten machen, weil einfach die Kluft zwischen Normalgewichtigen oder Untergewichtigen und Übergewichtigen so groß ist, da ist dazwischen fast keine Normalgewichtigen. Junge Leute sind eher untergewichtig, ältere Leute eher übergewichtig. Und zu viel Sport ist auch nicht gesund und gar kein Sport ist auch nicht gesund. Aber ja, das sind so die letzten Nachrichten zu Corona. Ich hoffe, dass es in Brasilien und in den USA und in Großbritannien noch in den Griff bekommen. Aber das sind ja schon über 100.000 Tote. Sieht sehr schlecht aus für die Welt. Dagegen ist Österreich ja fast noch harmlos. Obwohl man das nie verharmlosen sollte. Weil 2.282 Menschen sind doch viel. Sehr viel mehr als es in letzter Zeit war. Und das muss man schon beachten. Ich finde eine generelle Maskenpflicht und eine Abkopplung von den Grenzen sehr wichtig. Dass alle, die jetzt im Urlaub sind, in Griechenland oder Italien, in die Quarantäne geschickt werden. Egal wo sie herkommen, 2 Wochen Quarantäne. Auch wenn das zur Konsequenz hat, dass sie die Jobs verlieren, aber das Risiko haben sie selbst zu berechnen. Und gerade so Gebiete wie diese Inselgebiete sind ja gerade überlaufen vor Tourismus und haben extreme Fälle von Corona. Und wenn man sich selbst entscheidet, dahin zu fahren, dann sollte man auch in Quarantäne gehen. Weil für die Leute, die schwer krank sind oder die lungenschwach sind oder so, sind auch die Leute gefährlich, die keine Symptome haben. Weil sie es trotzdem übertragen. Aber das vergessen viele. Auch wenn du keine Symptome hast, bist du ansteckend. Und das vergessen zu viele. Naja,
Das war's wieder von meinem Corona-Update zu Österreich. Liebe Grüße, bis später. Ciao, eure Ines.